Hallo ihr Lieben, heute erzähle ich euch von unserem ersten Ultraschall. Das ist ja so das erste Ereignis, worauf man so hinfiebert, wenn man einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält, weil man den Termin nämlich erst in der sechsten, siebten Woche vereinbaren kann. Also vorher können die Frauenärzte einfach keinen Herzschlag ermitteln, weil das Baby einfach noch so klein ist. Und deswegen macht man so meistens in der sechsten, siebten Woche rum den Termin zum ersten Ultraschall. Und ja, wie gesagt, man ist total nervös, man fiebert auf dieses Ereignis hin, weil man natürlich bis dahin auch total Angst hat, schlägt das Herz denn überhaupt, ist alles okay, ist alles am rechten Ort. Und genau, und in der sechsten, siebten Woche angekommen und beim Frauenarzt angekommen, macht man natürlich erstmal einen Urintest. Das macht man dann während jeder Routineuntersuchung. Da untersuchen die einfach nochmal, ich glaube, die Zuckerwerte und sonst irgendwelche Werte und ja, es gehört einfach zur Routine dazu. Ich frage mich jetzt aber nicht genau, was da genau kontrolliert wird. Auf jeden Fall gehört es immer dazu und genau das wurde als erstes gemacht. Dann wurden wir zum Frauenarzt reingerufen und ja, natürlich, man ist total nervös, immer noch voller Angst, ob alles okay ist. Man macht ja so den Schwangerschaftstest, ja, meistens so zwischen der zweiten und vierten Woche und dann hat man ja noch ein paar Wochen bis zu dem Termin und dann gehen natürlich alle Gedanken durch den Kopf und ja, total nervös macht man den Ultraschall auch noch vaginal, also nicht über die Bauchdecke, weil ja das Baby einfach noch mega klein ist und da man es einfach besser sehen kann. Ja, bei uns war es jetzt auch tatsächlich so, dass noch kein Herzschlag zu hören war. Das kam tatsächlich dann erst mit dem CTG in der 32. Woche war das, glaube ich. Also sehr viel später erst, aber trotzdem, ja, man sieht auf jeden Fall auf dem Ultraschall ein kleines Kügelchen. Also die Frauenärztin sagt natürlich auch nochmal dazu, was alles ist und ne. Aber Leute, ohne Mist, das ist der schönste Satz, den man dann hört, ist einfach, ja, da schlägt das Herzchen und dann fällt so die ganze Last von einem ab und ja, das schönste Gefühl wirklich und ab da freut man sich dann einfach nochmal richtig, richtig, richtig und ja, genau. Danach haben sie mich dann auch unserer Familie gesagt und unseren engsten Freunden und ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, weil es einfach so wunderschön ist, wenn man so das Herzchen schlagen sieht. Und das wünsche ich wirklich einfach jedem und dieses Erlebnis. Und ja. Ja, wenn beim Ultraschall alles okay war und alles am rechten Fleck war, ich bin mir jetzt gar nicht mehr zu 100% sicher, ob dann direkt an dem Tag schon der Mutterpass ausgestellt wird oder erst in der 10. Woche rum. Aber ich glaube schon direkt. Genau, dann werden auch nochmal deine ganzen Daten aufgenommen, Gewicht, Blutwerte meine ich auch schon, also Blut wurde abgenommen und ja, so die ganzen Routineuntersuchungen eben, die dann starten und dann wird dann eben da alles eingetragen und ja, beobachtet, ob alles so läuft, wie es laufen soll und genau, dann startet so die Schwangerschaft eigentlich richtig.